Wir reden heute über das für manche leidige Thema Abitur und die Vorbereitungen dafür. Würde ich euch jetzt daran teilhaben lassen, wie ich mich denn auf mein Abitur und meine Prüfungen vorbereite. Die Tipps in diesem Abiturvideo sind aber nicht ganz allein meine. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich mithilfe von dem Buch Bestnote von Martin Krengel das Video etwas aufpeppen wollen würde. Martin Krengel hat das geschrieben und da habe ich ein bisschen reingeguckt und habe jetzt sozusagen einmal meine persönlichen Tipps und einmal die Tipps aus professioneller Sicht von jemandem, der schon etwas länger beim Lernen dabei ist, schon ein Studium hinter sich hat und nicht nur wie ich sein Abitur bald schreiben werde. Für alle, die ihr Abi noch nicht schreiben, aber es in absehbarer Zeit tun werden. Keine Angst, es dauert nicht mehr lange und dann seid ihr auch in dieser Position, in der ich jetzt bin. Vielleicht nicht im Schneidersitz, aber in der gleichen Situation. Was ich euch ans Herz legen will, ist, sortiert schon während der ganzen Schulzeit. Das bedeutet, wenn ihr mit einem Thema fertig seid, dann packt es einfach in einen Ordner, macht so einen Trennstreifen dran, schreibt das Ordner drauf, schreibt das Thema drauf und habt das sicher und safe. Dass ihr sozusagen, wenn ihr fürs Abitur lernen wollt, einfach nur noch den Ordner aufschlagen müsst und die Themen schon sortiert habt. Lernplan. Für mein Abitur habe ich mir vorgenommen, mir einen Lernplan anzulegen. Das bedeutet eine Tabelle, in der ich aufschreibe, was ich wann lerne und wie lange. Das hat sich in der letzten Zeit sehr rentiert und mir bewiesen, dass es Sinn macht, seine Lernstrategie zu strukturieren. Fangt früh genug an. Ich habe jetzt 1,5 Monate davor angefangen, das ist mein Stand. Ist einfacher, wenn ihr in 1,5 Monaten wenig lernt, anstatt in einer Woche alles. Seid realistisch und plant nicht nur Phasen ein, in denen ihr nur lernt, sondern auch Pausenphasen. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe immer 90 Minuten Block lernen und dann 2 Stunden Freizeit, in der ich wirklich was vollkommen anderes mache. Nicht lernen, sondern was vollkommen anderes. Was ich jetzt aus Bestnote mitgenommen habe, in dem übrigens auch ein ganzer Lernplan sozusagen erklärt ist, der nennt sich Progressometer, den Martin ausgeklügelt hat, in dem sozusagen aufgezeigt wird, wie man mit Erfolg fortschrittsmäßig orientiert sich einen Lernplan erstellen kann. Und daraus habe ich mitgenommen, zielbezogen zu lernen. Das bedeutet, sich nicht erst unstrukturiert irgendwie versuchen vorzubereiten und dann vor der Prüfung zu stehen und sich zu fragen, warum habe ich das alles gelernt? Hätte ich alles gar nicht gebraucht, sondern sich darauf zu orientieren, was in der Prüfung eigentlich drankommt und wie gefragt wird und mit diesem Hintergedanken strukturiert lernen und sozusagen erstmal heraussuchen, was ist relevant und was ist nicht relevant. Beim Abitur ist es dann in meinem Falle, die Details wegzulassen, weil letztendlich wird einem immer gesagt, zumindest mir immer, man soll nur den groben Überblick haben. Von dem Progressometer habe ich jetzt auch 2 weitere Sachen mitgenommen, und zwar einmal Flexibilität und Meilensteine. Sprich, dass man sich Meilensteine setzt, wo man dann auch Belohnungen für sich selbst bekommt, wenn man ein Lernthema abgeschlossen hat oder wie man sich das auch selbst strukturieren möchte. Und Flexibilität, dass man auch Puffer hat. Wenn mal was nicht klappt oder wenn man mal Auszeit braucht oder was anderes braucht, nicht auf einmal in Stress gelangt und merkt, dass man nur noch 2 Tage hat, bevor die Prüfung ansteht. Ja. Themen. Sachen, die ich eben gerade schon angesprochen habe, gelten natürlich auch für die Themen. Das bedeutet, die Relevanz suchen und dementsprechend nicht so viele Details lernen. Bei den Details ist auch ganz wichtig, wenn ihr beispielsweise eine Sprache habt. Ich werde in Französisch und in Deutsch geprüft. Müsst ihr nicht die Bücher nochmal kleinst genau lesen und jedes Detail auswendig lernen. Das habe ich jetzt auch bei meiner Vorabi-Klausur gemerkt. Was mir immer geholfen hat und wodurch ich auch bessere Noten bekommen habe, waren gute Zitate zu finden zu bestimmten Themen und ganz interessante, griffige Facts, sprich Beispiele. Das kann eine Argumentation oder eine Diskussion unglaublich aufwerten, wenn ihr einfach ein richtig gutes, griffiges Zitat habt, mit dem ihr euren Text beginnt und sehr schöne Beispiele, die vielleicht außerhalb des Unterrichts ihr selbst euch erarbeitet habt. Dazu gibt es ganz viele Materialien, zu denen ich auch gleich kommen werde, wo ihr sowas finden könnt. Material. Natürlich erst einmal alles, was ihr im Unterricht gemacht habt. Was mir selbst auch ungemein hilft, ist es, alte Klausuren rauszusuchen, die hoffentlich dann gut waren, und die nochmal durchzulesen und zu gucken, wie man da geschrieben hat. Und wenn man da gute Noten aufbekommen hat, dass man sich das nochmal anguckt, wie man das alles strukturiert hat. Dann habe ich noch einen kleinen spezielleren Tipp für Leute, die sowas wie Sovi oder Sozialkunde, Politik, Wirtschaft, wie es nicht bei allen Leuten auch heißt, im Abitur haben. Es gibt diese Hefte von der Bundeszentrale für politische Bildung, das sind solche
Magazine. Die kann man sich holen, bestellen, anfragen, gibt es auf Messen, muss man sich mal informieren. Für Themen, da sind echt coole Facts drin, die Sachen sind richtig gut erklärt, vor allem zum Beispiel sowas wie zur Globalisierung oder zur Sicherheit. Und da kriegt man noch ein bisschen Wissen, was sehr alltagsnah ist und man das auch gut verwenden kann in Klausuren. Was auch ganz wichtig ist bei der Materialsuche, schreibt euch Begriffe raus, die ihr nicht versteht und guckt sie noch einmal nach. Es klingt sehr mühsam und es ist auch mühsam, aber es nützt unglaublich viel. Ich dachte eigentlich immer, ich hätte alles verstanden und habe dann beim Durchlesen noch bestimmt 30 Begriffe gefunden, die ich, von denen ich nicht weiß, was es bedeutet oder die vielleicht so ein bisschen vage sind, von denen ich eigentlich denke, dass ich weiß, was sie bedeuten, aber es eigentlich nicht wirklich weiß und die auch nicht gut mit Beispielen erklären kann. Das bringt euch ungemein viel. Methoden. Was ich hieraus auch mitgenommen habe, ist, dass man in 20 Minuten noch sehr viel erledigen kann. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir gibt es immer meistens so um 7:30 Abendessen und ab 19 Uhr fange ich dann an zu sagen, ich brauche ja jetzt eigentlich nichts mehr zu machen, weil es gibt ja gleich Abendessen und werde dann faul und denke, ich kann nichts mehr erledigen, weil zu wenig Zeit ist. Das stimmt aber nicht, wenn man allein sowas wie Fachbegriffe und Begriffe, was ich vorhin angesprochen habe, in dieser Zeit nachgucken kann oder nochmal vielleicht einen Absatz nochmal drüber lesen kann, den man vorher nicht verstanden hat. Das bedeutet, nutzt einfach die Zeit, die ihr habt und fangt nicht an zu prokrastinieren. Ha, prokrastinieren, richtig gesagt. Versucht es mal, vielleicht hilft euch das ja was. Mir hilft es ganz oft, aus dem Kopf alles abzuschreiben. Das bedeutet, ihr setzt euch hin, habt einen Zettel, wie Art kreatives Schreiben und schreibt einfach alles drauf los, was ihr über das Thema wisst und versucht sozusagen im Kopf Fragen zu strukturieren und die zu beantworten, euch selbst. Das ist, macht super viel Spaß, finde ich zumindest. Ihr wisst, was ihr könnt und was ihr nicht könnt und übt sozusagen schon mal eine Art Klausur. Diskutiert mit euren Freunden, die das gleiche lernen oder das gleiche Fach haben, zusammen und redet über die ganzen Sachen, die ihr gelernt habt. Ich mache das auch oft und mir hilft das sehr viel, wenn man in der Diskussion A, Sachen besser versteht und B, noch Sachen erfährt, die vielleicht der andere herausgefunden hat oder die er im Unterricht vielleicht aufgeschnappt hat, die man selbst irgendwie nicht mitbekommen hat und zusammen dann einfach mit mehr Wissen rauskommt als zuvor und beide was davon haben. Wiederholungsphasen sind ganz wichtig, das bedeutet nicht einmal lernen und dann denken, dass es dann für die nächsten 2 Monate reicht. Es soll ja auch irgendwann im Langzeitgedächtnis ankommen. Wenn ihr in Sprachen geprüft werdet, findet richtig coole Wörter und gute Verbindungsstrukturen, um einfach euren Stil aufzuwerten. Und versucht auch mal Zeitung zu lesen in der Sprache oder ladet euch eine App runter, da gibt es nämlich dann meistens eben coole Wörter, weil die Leute coole Artikel schreiben und die könnt ihr auch einfach verwenden. Was mir richtig hilft, ist, wenn ich auch beim Lernen inhaltlich strukturiert lerne. Das bedeutet zum Beispiel in einem Fach wie Politik nicht einfach chronologisch des Schuljahresmäßig dann alles lernen, sondern die Themen nochmal in eine ganz andere Reihenfolge bringen und dann aufbauend lernen. Das heißt erstmal die Grundlagen, erstmal die grundlegenden Theorien und Strukturen und dann davon aus immer weiter spezialisierter zu den Beispielen kommen, weil man dann ja schon die Strukturen kennt und dann die Beispiele auch viel besser versteht. Das kann man in Deutsch genauso anwenden, dass man erst die Epochen lernt und dann sozusagen erst die einzelnen Bücher und das in einen groben, größeren Zusammenhang setzt. Das bedeutet nicht einfach die Blätter aufschlagen im Lernordner und alles hinterher lernen, sondern sich erst Gedanken machen und die neu strukturieren. Stress. Viele fragen mich immer wieder, wie ich mit dem Stress zurechtkomme oder ob es sich überhaupt lohnt, wie es mit der Freizeit aussieht. Und erst einmal, macht euch keinen Stress. Es haben schon so viele Leute ihr Abi geschrieben. Warum solltest du es denn nicht auch schaffen? Fragt doch einfach mal Leute, die schon ihr Abitur haben. Ich weiß nicht, eure großen Geschwister, Leute, die früher eine Stufe über euch waren, wie es bei denen war. Die werden euch wahrscheinlich auch sagen, macht euch keinen Stress. Es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Ihr seid nicht allein. Was man auch immer bedenken muss, es will niemand, dass man durchfällt. Die Leute, die die Abi-Klausuren stellen, sind ja auch nicht darauf aus, dass die Quote der Abitursbestandenen Menschen bei 10% liegt oder bei 50%. Die wollen ja auch, dass die Leute bestehen. Dementsprechend, das Abitur ist nicht euer Feind, sondern eure Chance. Hier habe ich auch was drin gelesen in Bestnote, wo ich zustimmen muss. Eine gute Tagesform hilft ungemein. Lieber ausgeschlafen als die ganze Nacht durchgelernt. Ihr werdet in der Prüfung merken, was euch mehr gebracht hat. Die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, habe ich alle selbst schon getan, selbst erledigt. Mir haben sie geholfen, von anderen Sachen kann ich nicht sprechen. Und ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Und wenn ihr noch was mitnehmen wollt, dann könnt ihr bei einer Verlosung mitmachen. Und zwar werde ich das Buch Bestnote, wie gesagt, das ist ein Ratgeber fürs Lernen, auch mit Prüfungsangst, mit Lernplan, wie man am besten sozusagen sich Strategien aufstellt, was man beachten sollte, könnt ihr das gewinnen. 3 davon werden verlost. Dafür solltet ihr einfach uns gegenseitig jetzt
helfen wir uns jetzt einfach gegenseitig. Das heißt, die Leute, die das gewinnen wollen, eins von diesen drei Büchern, schreiben einfach ihren besten Lerntipp oder ihre Lerntipps in die Kommentare. Dann haben wir was davon und die Leute können sogar noch was dabei gewinnen. Ist das nicht eine gute Idee? Und für die Leute, die jetzt gerade schon ihr Abi fertig haben und nicht gerade wissen, was sie machen sollen, hat Martin Krenge übrigens auch noch ein anderes Buch geschrieben, und zwar Stopp die Welt, ich will aussteigen. Ein Video über eine lange Reise durch ganz verschiedene Kulturen könnt ihr euch unten in der Infobox auch mal angucken und vielleicht als kleine Alternative für die Zeit nach dem Abitur oder nach dem Studium oder wenn ihr einfach gerade mal Zeit zum Reisen habt. Wie gesagt, Link zu anderen Lerntipps, Studienstrategie ist unten drin, Link zu den Büchern auch, wo ihr euch die angucken könnt, den Klappentext lesen könnt. Und vergesst die Verlosung nicht. Ich werde euch dann kontaktieren, wenn ihr gewonnen habt. Ja, alles weitere dazu in der Infobox einfach. Dann verlinke ich hier noch mein letztes Update und mein letztes schultechnisch relevantes Video. Danke, Brille. Bis dann. Adios.